Hallo meine Lieben, ich habe vor längerer Zeit mal irgendwann diese kleinen Rosen gehäkelt und bin jetzt im Internet auf eine Aktion gestoßen, die nennt sich Rose Against Violence. Da werden die Rosen in lila gehäkelt. Da geht es um das Thema Gewalt gegen Frauen. Ich finde, das ist ein Thema, was uns alle angeht. Ich hoffe, dass es uns nicht alle betrifft. Und ich möchte gerne diese Rosen mit euch häkeln. Ich zeige euch, wie das geht. Ich habe da eine ganz einfache Anleitung, die sich auch für Anfänger eignet. Jetzt sagt wahrscheinlich der ein oder andere, was soll sich ändern, nur weil man eine lila Rose häkelt. Gedacht habe ich das auch. Dadurch ändert sich natürlich überhaupt nichts. Das ist mir schon klar. Nur wenn viele mitmachen, so viele wie letztes Jahr die Sorgenwürmchen bzw. Glückswürmchen gehäkelt haben und die überall ausgewildert haben und hingehängt haben, einfach um ein bisschen Freude zu verteilen. Wenn so viele Leute mitmachen würden und diese Rosen häkeln für Gewalt gegen Frauen, denke ich, kann man das Thema noch mal ein bisschen aufgreifen und pushen und vielleicht erreichen, dass der eine oder andere auch mal drüber nachdenkt, was er da so tut. Sicherlich wird es nicht aufhören, das ist mir schon klar, aber ich denke, wir sollten es einfach mal machen. Wer da nicht mitmachen möchte, ist natürlich herzlich eingeladen, einfach Rosen zu häkeln, kein Ding. Alles kann, nichts muss, nur aufhören muss es. Und wir fangen jetzt einfach mal damit an. Was man braucht, ist nur ein bisschen Wolle. Ich habe hier einen Rest Baumwolle mit Nadelstärke 3,5 oder etwas dünneres Garn, auch Baumwolle. Dazu benutze ich die Nadelstärke 2. Mir ist aufgefallen, dass die Röschen etwas schöner und filigraner aussehen, wenn man dünneres Garn benutzt. Aber man kann natürlich auch genauso gut dieses hier nehmen, das, was gerade da ist. Gerne in lila, wie gesagt. Wir beginnen mit 41 Luftmaschen und dann häkeln wir 1, 2, 3 in die dritte Luftmasche ein halbes Stäbchen. Und in die nächste Luftmasche ein halbes Stäbchen. So geht jetzt die ganze Reihe, jeweils ein halbes Stäbchen in jede Luftmasche. Halbes Stäbchen heißt, nicht nochmal den Faden holen, sondern direkt durchziehen. Dann werden die nicht ganz so hoch wie die ganzen Stäbchen. Also einmal den Faden holen, einstechen und dann komplett durchziehen. So, das machen wir jetzt bis zum Ende der Reihe. Also 41 halbe Stäbchen. Dann drehen wir das Ganze am Ende der Reihe um und häkeln jetzt ganze Stäbchen. Wir überspringen die erste Masche und gehen hier gleich in die zweite und häkeln ein Stäbchen. Und noch eins genau in die gleiche Masche. Insgesamt 6 Stäbchen in diese Masche, das waren jetzt 2, das dritte, 4, 5, 6. Dann überspringen wir wieder eine Masche, gehen in die nächste und da hinein häkeln wir eine Kettmasche. Und dann wieder 6 Stäbchen in die zweite Masche, also wieder eine überspringen, da gehen wir rein und dann 6 Stäbchen in die gleiche Masche.
drei, vier, fünf, sechs und wieder eine Masche überspringen und da hinein eine Kettmasche. Kettmasche heißt einfach den Faden durchziehen. So, und das machen wir jetzt bis zum Ende der Reihe so weiter. Immer sechs Stäbchen in eine Masche, also eine überspringen, da rein, sechs Stäbchen, eine überspringen, eine Kettmasche und so weiter. Bis zum Ende der Reihe. So, und hier hinten am Ende beenden wir das Ganze wieder mit einer Kettmasche. Wer möchte, kann jetzt nochmal 41 Luftmaschen häkeln und da so einen Aufhänger dran machen. Ansonsten einfach hier den Faden abschneiden. Dann brauchen wir jetzt noch eine Nähnadel mit passendem Garn, um das Ganze zu einer Rose zusammenzunähen. Man kann es entweder sehr stramm wickeln, so wie ich das bei diesem Röschen hier gemacht habe, dann wäre das so eine kleine Knospe, die noch nicht ganz aufgeblüht ist, oder ein bisschen lockerer, dann ist es eine Rose, die schon ein kleines bisschen aufgeblüht ist. So, da haben wir den Faden, den legen wir hier unten mit rein. Und dann fangen wir an, das einfach so aufzuwickeln. Und dann sieht man schon, wie diese kleine niedliche Rose entsteht. Und damit das Ganze jetzt auch so bleibt, gehen wir hier unten mit Nadel und Faden durch und versuchen nach Möglichkeit alle Schichten zu packen, damit die Rose nicht wieder auseinanderfällt. Auch hier hinten am Ende darauf achten, dass wir die mitgepackt kriegen. Nochmal ein bisschen tiefer reinstechen, dass das Innere auch mitgepackt ist. Und da ist sie auch schon fertig. Unsere Rose. Entweder Rose Against Violence oder einfach eine Rose, weil es schön aussieht. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und vielleicht auch ein kleines bisschen zum Nachdenken angeregt. Bleibt alle gesund. Bis dahin, eure Sylvie.